Kamera läuft, Action, sage ich nur. Borderlands geht weiter. Die Kammer oder das Kammervieh haben wir besiegt. Und jetzt gibt es ja hier in Middle of Nowhere neue Missionen. Hallo! Am schwarzen Brett in the Middle of Nowhere sind neue Missionen angeschlagen. Also, wir haben eine Combat Rifle, wo wir alles zu suchen wollen. Schauen wir mal, ob wir uns dahin teleportieren. Old Flats. Vor allem, dass wir jetzt die Quest bekommen, wo wir die Kammer eigentlich abgeschlossen haben. Finde ich sehr strange. Bin mal gespannt, ob danach noch mehr kommt. Oder ob wir dann mit den DLCs anfangen. Weil ab hier hört für mich quasi mein Verständnis. Also ich kenne noch ein bisschen ein DLC, aber nur zum Teil. Kann also nicht allzu viel verraten. Und das Kolosseum, gut, ist halt quasi eine Arena. Steige ein. Also viel kann man ja verraten. Ist halt einfach nur Geballer und Überleben heißt. Sind jetzt hier wieder Banditen oder sind wieder die Crimson Lancer? Wer hat hier denn auf wen geschossen? Ich auf euch oder ihr auf mich? Dem bin ich dann beim letzten Mal nicht gefolgt. Und wieder beißt einer ins Gras. Na gut. Dann wollen wir mal die Teile suchen. Die sollen ja hier unten irgendwo sein. Mein Sohn ist gut drauf. Wie man hört. Da ist schon mal ein. Da hinten war das zweite. Schild manchmal so komplett den Schaden blockt. Zwei haben wir hier gefunden. Frage, wo sind die anderen? Thank you.
Ja, hier ist einer sehr gut drauf. Das hilft. Schon wieder eine Legendary. Munition ist kein Thema mehr. Ach, regeneriert auch Munition. Nicht, dass es da oben sein soll. Es zeigt mir auch nur die andere Hälfte an. Hier wird dann auch nicht rein. Dann eher wieder hier. Alle Teile finden vor der Respawn. Nur noch das Gehäuse. Ja. Gefunden. Dann können wir das hier wieder abgeben. Overe. Novare. Ja. So, da gab es einen kleinen Aufnahmecut. Ich habe den falschen Knopf gedrückt, als mein Sohn hier ankam. Ich habe die Teile zusammengesetzt. Ja, viel Spaß. Oh. Talk, jedem Bastard seine Waffe. Auch nur Legendary. Wie haben wir denn Combat Rifle mittlerweile? Oh, 6. Ja, wir haben keine Mission mehr. Wir gehen mal nach New Haven, mal gucken, ob Tennis irgendwas sagt. Tennis sage ich schon. Ich meine Helena. Was guter vielleicht. Komm aus dem Stab raus. Ist übel da draußen, weißt du? Hey, dann bis später. Hey, Schulter sagt, fahren ist besser als gehen. Mein Daddy meinte immer, Räder sind besser als Sohlen. Hallo. Machen die Crimson Lens vor nichts halt, um zur Kammer zu gelangen? Sie töten die Leute, die sie schützen sollten. Okay. Immer herein. Sieh dich ruhig genauer um. Wir haben hier schon viel durchgemacht, aber der... Also bei ihm direkt kaufen kann ich jetzt nicht. Ich muss echt zu so einem... Automaten. Und auch sie spüren, wie es sich anfühlt, göttliche Macht in den Händen zu halten. Gut, da wir ja... Doch, hab ich geschossen. Keine Quests mehr haben hier.
Dann würde ich sagen, geht's jetzt an die DLCs. Dafür und das geht auch direkt weiter. Dahl Headland. Nur das Richtige. So, wir haben zur Auswahl die Underdome, Jacob's Cave. Ich weiß, wo wir mal hin könnten. Wir könnten zum Claptrap, der ja da scheinbar übernommen wurde. Zum Ninja Assassin. Dank dir gibt's hier keine Banditen mehr. Okay. Er hat nichts zu sagen, quasi. Zed ist weg. Laufen wir mal zum Abgang. Ja, was getan hat, weil also zumindest war ja am Anfang der Claptrap da. Jetzt ist er klar da von den Firestone eigentlich. Wurde er hier eigentlich getroffen? Aber hier ist außer dieser Windhof. Schon sehr seltsam finde. So. Ja! Dann will ich meinem Sohn mal irgendwas zu trinken geben. What's the cut? So, jetzt habe ich die Wind. Haben wir sogar zwei, drei. Die sind mir am Anfang des Spiels gar nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob die am Anfang des Spiels überhaupt da gewesen sind. Ja. Gut. Ja, ist also nichts verändert. Claptrap scheint ja auch noch normal zu sein, warum auch immer er dann so dargestellt wurde. Dann mal hier durchgucken. Ja, Underdome oder Jacob's Cave. Wir gehen in den Underdome zuerst. Mad Moxie's Underdome. Mein erster Mann war ein Drecksack und ein Betäuber. Mein zweiter Mann war witzig. Damals fand ich hätte ein Spielzeug ganz für mich allein verdient. Und das habe ich bekommen. Hätte es wohl nicht kaputt machen sollen. Mein dritter Mann war gut mit Zahlen. Und mit den Händen. Wir sind immer noch Freunde. Naja. Wir verhalten uns zivilisiert. Ich suche nach meinem vierten. Ich weiß nicht, wann oder wo ich ihn treffe, aber es gibt ihn. Fürs Erste finde ich meinen Spaß darin, auf diese Weise Schmerz zuzufügen. Oder auf diese. Und am Ende liebt mich das Publikum für meine Brutalität. Ich bringe es dazu, mehr Schmerz zu wollen. Ich werde grausam sein und meinen Spaß haben. Wenn's das nicht mehr bringt, suche ich mir ein neues Spielzeug. Bis dahin. Ist auch nicht anders als in einer Ehe. Vielleicht ist das Kolosseum auf gewisse Art mein vierter Mann. Ah, die Vorstellung von Mad Moxie. Schilde sind hier gerade crap. In einer Welt ohne
Sicherheit ist auf Waffe billig, verlässlich, leicht und unglaublich schnell nachzuladen. Tidior ist eine einfach zu bedienende Waffe. Bank-Upgrade. War das heißen so? Markus. Bank. Können wir Sachen zwischenlagern? Cool, vielleicht sollten wir den Raketenwerfer auch so. Jetzt hier bei Mad Moxie sind und passen es dann weg. Rotflinte, Combat Rifle, Sniper. Alles klar. Vielen Dank. Elberbia. Guten Tag, Eternal. Da läuft die Suppe. Angelic Ruins, Elberbia. Hier. The Gully. Und ein schwarzes Brett. Beweise dich. Um längere Turniere absolvieren zu können, musst du dich erst beweisen, indem du in allen Kolosseen 5 Runden überstehst. Ja, dann gehen wir mal hier nach Elberbia zuerst. Ja, die Kammer haben wir hinter uns. Und jetzt sind wir in Mad Moxie's Arenas. Bei mir zieht deine Nummer vielleicht, aber bei den hier? Starterwelle, Gags. Und Soldaten. Oder Banditen. Ja, ich hab's gesehen. Ziel getroffen. Wie denn alle? Tja, das war wohl so leicht. Das lässt sich ändern. Gesundheit, Munition, Packages. Nee, also wenn man nur die Story macht, dann auf keinen Fall. Peng, peng, peng! Zeit für die Gunwelle! Blöde Sniper. Roland. Ah ja, ich bin der Roland. Wo denn? Da ist noch einer, der mir auf den Namen gehen will. Kann ich auch. Es regnet Körperteile. Wie finde ich denn das? Ja?
sagen, ich habe gerade eine Granate. Der ballert aber ordentlich. Ich glaube, die Gegner skalieren mit deinem Level. Sprich, wenn du ein hohes Level hast, haben die auch eins. Wo ist der Letzte? Ja. Du hast es verdient. Hey, Munition. Heilung noch? Unheimlich viele. Was wirst du tun gegen die Hornwelle? Roland macht alles nieder. In dem Stil durch? Nur wenige können das. Ach, kein Problem hier. Kein Problem. Das kann ich hiernach gerne nachschauen. Hier kommen die Badasses. Nö. Ich bin dabei. Wenn du sagst, hier kommen die Badasses, denke ich natürlich zuerst an Badass-Gegner. Munition, Munition, Munition. Danke. Ich kriege eigentlich nur solche Munition und nicht von meiner Schrotflinte. Man könnte sie glatt für Zwillinge halten. Hier ist unser Killer-Duo, Hans und Franz! Die zwei. Wow, den habe ich ganz vergessen. Boah, die Musik ist geil. Aha, du bist runtergefallen.
Was hat denn für eine Belohnung? Oh, Raketen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so weit kommen würdest. Du bist viel unterhaltsamer, als ich gedacht habe. Jo. Sieg auf ganzer Linie. Wer ist euer Liebling? Lasst hören! Staub den alten Rocket Launcher ab. Jetzt kommt eine Rocket Launcher Challenge. Dabei funktioniert der Rocket Launcher erst rein. Alles andere dagegen... Baby, 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 du schlägst dich so gut. Ich kann jetzt nicht aufhören. Nächste Welle! Ja, was ist das? Und plopp, weg war er. Gefällt mir immer, wenn was plopp macht. Okay, die Rocket Launcher nutze ich aber jetzt nicht gegen Gegner, die so nah sind. Nicht in Deckung gehen. Wellen sind wie Atome und Rumpel sind wie Moleküle und ich... Ach egal, was soll's. Jedenfalls gut gemacht. Ja. So, ich schau doch mal eben nach, wenn ich kann. Nee. Kann man... Doch, da kann ich mein Inventar aufrufen. Explosiv, Schock und Brand auf 3, nur Säure auf 2. Nebenbei, wir wechseln mal, weil das ja gleich was Schönes. Das ist zu leicht. Wir dopen die Gegner ein bisschen. Was meinst du? Ja klar, ach so. Jede Runde was anderes. Bang! Weißt du, was jetzt kommt? Die Gunwelle! Warum spawnen die denn dann direkt bei mir? Habe ich euch eine tolle Show versprochen, oder ja? Was sagt man dazu? Am besten nicht. Oh Gott, nee, ein Decker. Kann ihm jemand helfen? Hey, das war's. Ich hatte mal Runde 1. Alle haben den Löffel abgegeben. Du kannst noch schießen, aber sitzt hier fest. Und PC. Okay. Okay, den Underdome mache ich dann andermal weiter, also beziehungsweise machen wir in einer anderen Folge. Wir wandern jetzt dann zu Jacob's Cave. Dann bin ich mal gespannt, ob die Gegner dann auch wieder so gelevelt sind danach. Wir waren ja kurz vor Level up. Ja, mit den Sachen auf 2. Ich glaube, du findest dann teilweise Sachen, die dann erst Stufe 3 freischalten. Ich weiß auch gar nicht, bis wohin das geht. Es war eine finstere und stürmische Nacht. In einem entlegenen Winkel von Pandora, die nur wenige Männer zu betreten wagen. Nach ihrer Suche nach der trügerischen Kammer schlugen sich unsere furchtlosen Abenteurer in die Bäume von... Was sind Bäume? Oh, verdammt nochmal!
Das sind echt hohe Pflanzen, die aus dem Boden rauswachsen. So? Keine Unterbrechungen mehr. Sie schlugen sich also in die Bäume von Jacob's Cove, einem verwüsteten und vergessenen Ort. Dort versuchte der Wissenschaftler Dr. Ned, der absolut nichts mit dem Dr. Z aus der letzten Geschichte zu tun hat, der gesamten Menschheit zu helfen. Aber letztlich hat er eine Riesenscheiße angerichtet. Du hast geflucht! Der Typ hat Zombies erschaffen, okay? Du bist hier nicht die Polizei, du musst aufpassen! Also, da ist übler Mist passiert. Und es wurde echt gruselig. Und genau da beginnt unsere ist Geschichte. Ist irgendwas davon ja, wahr? Das weißt du wahrscheinlich. Du bist adoptiert. dieses trockene Du bist adoptiert. Vielen, vielen Dank nochmal, Eternal. Ist halt schön hier. Wirkt so einladend. Ich bin hier drüben! Begrüßungskomitee. Claptrap hat dir von der Zombie-Plage ganz in der Nähe erzählt. Die Stadt wird normalerweise von 3 Abwehrgeschützen gesichert, allerdings erkennen diese die Zombies noch nicht als Bedrohung. Die einzige Hoffnung, die Gegend irgendwie abzusichern, besteht darin, die Abwehrgeschütze der Stadt neu einzustellen. Sei gegrüßt, unwissendes Zombiefutter! Ich gehöre zwar nicht der Jacobs Corporation an, doch haben die mich gehackt, damit ich den Leuten erzähle, dass man Unterstützung im Kampf gegen die Untoten begrüßen würde. Ich soll dich warnen, dass sie dir das Hirn wie einen Cappuccino aus dem Schädel saugen, wenn du ihnen zu nahe kommst. Wenn du entgegen jedweder Intelligenz trotzdem helfen möchtest, schlage ich vor, die Verteidigungsanlagen der Stadt zu aktivieren, oder? Cappuccino, nicht wahr? Tschüssi! Lando, vielen, vielen Dank für deinen Host. Herzlich willkommen hier zu Borderlands, dem Live-Let's Play des DLCs. Wir machen jetzt Jacob's Cove. Mal wahrscheinlich erst von hinten aufmachen. Zombie. Schwerer Treffer. Oh, also viel. Ich erhalte ein Zombie-Hirn. Ich habe, glaube ich, einen Zombie neben mir. Oh, ein Beschmutzer. Gott, weiß ich nicht, was mir mehr Angst macht. Mein Sohn oder die hier? Gerade ist es mein Sohn. Eieieiei. Dann bringen sie mir. So, das Level-Up nutzen wir natürlich gleich. Kurzen Cut. Oh ja, ja, jetzt hast du so volle Lautstärke gestellt. Gut. Ist die Zombie-Welle schon abgeschmettert? Jacob's Lumber Mill. Kann noch nicht rein. Quarantäne! Biohazard Containment Area. Bioverseuchtes Areal. Nämlich sind es nur Zombies, wo man locker mit umgehen kann. Jetzt eins.
programmieren. Und den ganzen Zombie hören. Ich hab dich auch gern, Claptrap. Ah, wir haben den Skillpunkt noch gar nicht gesetzt. Kein Wunder, dass wir ihn nicht setzen. Ich habe irgendwie wieder die Konsole unten geöffnet. Wir haben natürlich alle Waffen in der Dings gelassen. Ah, neue Upgrades. Sehr schön. Das maximalste Upgrade mitgenommen. Begrüßungskomitee. Die Geschütze scheinen, die Zombies abzuhalten. Die Stadt sollte sicher sein. Ist der Doktor da? Der Claptrap hat dir gesagt, dass es einen Doktor gibt, der deine Hilfe brauchen könnte, um die Zombies zu stoppen. Suche Dr. Nets Büro unten an den Docks und finde heraus, was vor sich geht. Die Stadt sollte vorerst sicher sein. Aber wenn du das Zombie-Problem wirklich lösen willst, musst du mit Dr. Ned reden. Er wollte sich der Sache annehmen und kann bestimmt Hilfe gebrauchen. Er ist in seinem Büro, unten bei den Docks. Ich öffne das Küstentor, damit du dich auf den Weg machen kannst. Auf geht's! Left us to die. Where's my boat? Schon wieder ein Abenteurer zum Zombiefutter wird. Und oh oh, du kennst dich aus. Leb wohl, furchtloser Reisender. Viel Spaß in Jacob's Cove. Viel Glück. Danke. Ich dachte gerade, der wird dann auch wieder lebendig. Viele. Oh, praktisch. Schilde und Medizin. Das ist mein Geschäft. Dr. Ned. Er hat einfach das N drüber geklebt und einen Schnurrbart. Ist der Doktor da? Dr. Ned ist nirgends zu sehen, allerdings hängt eine Tür an der Nachricht. An der Tür von Dr. Neds Büro hängt ein Zettel mit folgender Nachricht. Ihr könnt mich alle mal. Ich werde nicht hier rumhängen, bis ich gekillt werde. Zu Hause kann ich mich besser schützen. Sollte irgendein Volltrottel das hier lesen, findet er mich zu Hause im Sumpf. Viel Glück, wenn du zu mir willst, bleib lieber weg, das ist sicherer. Das glaube ich allerdings auch, dass es sicherer ist. Zählt das jetzt hier als Story-Mission? Ja. Das heißt, wir gehen erst zurück. Ein Transponder-Signal. Und nehmen erst die Quest zum schwarzen Brett an. Wir haben Wetten abgeschlossen, ob du überleben und zurückkommen würdest. Ich hab 3-1 gewettet, dass du als Zombie-Schnitzel endest. Mann, die New Eustation versaut einem ganz schön die Quote. Vermisst Hank Rice. Ich habe seit Wochen nichts mehr von meinem Mann Hank gehört. Er arbeitet unten im Jacobs-Sägewerk. Ich fürchte das Schlimmste und ich muss wissen, was ihm zugestoßen ist. Bitte schicken Sie mir alles, was Sie herausfinden. Ich biete eine Belohnung für jeden an, der ihn finden kann. Ausgezeichnet. Gelegenheit. Markus hier, ist das zu glauben? Ich habe einen Absatz für verrottete, stinkende Eier von untoten Vögeln gefunden. Ein paar durchgeknallten Banditen aus dem Osten halten die tatsächlich für eine Delikatesse. Ich sag's ja, es gibt immer eine Möglichkeit. Wie ich höre, nisten die Leichenfresser an der Küste. Wenn du mir eine Ladung Eier besorgst, werde ich dich fürstlich entlohnen. Nürbiskopf, Patricia Tennis hier. Es gibt seit jeher Legenden über eine mysteriöse und scheue Kreatur in Jacob's Cove namens
Nee, manche nennen sie Kürbiskopf. Ganz schön unheimlich, was? Ich nenne sie einfach Bob. Als Wissenschaftlerin mit dem Ruf einer Spinnerin fesselt mich diese Geschichte. Natürlich ist eine Leiche der beste Weg zu beweisen, dass eine solche Kreatur existiert. Was dann natürlich eine sogenannte Obsession mit einem solch friedvollen Streben rechtfertigt. Ein verschwommenes Bild oder ein Echo mit unidentifizierbaren Geräuschen wäre gut, aber eine Leiche wäre besser. Diese Kreatur soll durch die Sümpfe streifen, zeigt sich aber nur, wenn die Leute gruseligen Gesichter in Kürbisse schnitzen und Kerzen reinstellen. Ergibt für mich keinen Sinn, aber ich hatte noch nie eine Ahnung vom Kochen. Gut, dann schauen wir mal Map. Da wollten wir ja gerade sowieso hin, eigentlich. Aber hier. Die Echos. Ein Gerät, ja. Liebste Anna, ich bin in Jacobs Cove angekommen und du hörst sicher gern, dass es eine lebendige und fröhliche Stadt ist. Ich weiß, von dir und den Kindern getrennt zu sein, ist nicht einfach. Aber es ist nur für ein paar Einsätze. Das Gehalt ist einfach viel zu gut. Ich werde hart arbeiten und schon bald wieder bei dir und den Mädchen sein. Mein Bruder wird sich in der Zwischenzeit um euch kümmern. Liebe Grüße, Hank. Okay, ja, das nächste wäre dann auch wieder da. Und 20 Eier kriegen wir auch von da unten. Wasser nicht. Warnung! Nichtbeachtung führt zu ihrem sofortigen Ablehnen. Das sind auch Geschütze. Ja, eben ein paar Vögel abgeschossen. Kann das sein, dass wir die hätten gebraucht jetzt? Ja, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kriegen wir noch mal die Möglichkeit. Nicht rein, oder? Treffer. Komm, wenn du kotzt, sehe ich nichts. Der nervt. Da dürfen wir auch nicht durch. Jetzt einfach mal hier entlang. Ignorieren das, was hinter uns ist. Ist war was Größeres. Geht mit dir ab. Sind herrlich. Du würdest deinen Augen nicht trauen.
Manchmal bin ich traurig, wenn ich sie fällen muss. Aber das ist es wert, denn ich komme mit viel Geld für unser neues Leben zurück. Ich träume von einem netten Anwesen in Dal Headland. Überleg's dir, ich vermisse dich, Hank. PS, sag Sally, dass ich den Hut liebe, den sie mir geschickt hat. Ich trage ihn jeden Tag. Die anderen ärgern mich deswegen, aber sie wissen ja nicht, wie viel Freude die Liebe eines Kindes macht. Ein Macaroni. Noch immer? Was meinst du mit noch immer? Ja klar. Ist ja noch nicht ganz durch. Ja, noch einiges zu tun. Ja, jetzt vielleicht kriegen wir hier ein paar Eier. Liebste Anna, mir sind im Sägewerk seltsame Dinge aufgefallen. Manche Arbeiter scheinen sehr krank zu sein. Das Komische daran ist, dass wir letzte Woche alle untersucht wurden. Und der Betriebsarzt Dr. Ned uns einen neuen Gesundheitspass und Vitamine gegeben hat. Er tut, was er kann, aber es scheint einige Todesfälle gegeben zu haben. Mach dir keine Sorgen. Ich passe wie immer auf mich auf. Ich schicke dir bald wieder ein Echo. Ich liebe dich. Hey. Und noch einer. So. Ja. Mach sie alle fertig! Die sind ja ganz schön anhänglich hier. Aber jetzt kriegen wir die ganzen Eier. Ja, weil ich rede vor allem. Ja, beim Rübertragen hat das gerade aus, dass er lauter gemacht. Die Echos sind wieder schön verteilt hier. Dass es wahr zu sein scheint. Man sagt, die mit ihnen in Kontakt kommen, sind immer die Ersten, die krank werden und dann zu Dr. Ned gehen. Der Doktor hat mir versichert, dass er Fortschritte bei der Behandlung macht. Ich glaube ihm. Es sind nur noch 3 Wochen, bis wir wieder vereint sind. Gib den Mädchen einen Kuss von mir, Hank. Abgeschlossen, ob du überlebst und zurückkommen würdest. Ich hab 3-1 gewettet, dass du als Zombie-Schnitzel endest. Mann, die New Eustation versaut einem ganz schön die Quote. Achte darauf, dass die Kiste fest verschlossen ist. Ich will die Dinger nicht riechen. Viel Spaß mit der Bezahlung. wollen noch das letzte. Mal wieder außen rumlaufen. Kann ich machen? Wieso? Was soll ich holen und mitbringen? Ach so.
bin nur Wasser. Oh, jetzt Zombies nervt. Und das letzte Echo. Na, Wand. Mauer. Liebste Anna, es ist kein Gerücht mehr. Ein Fluch liegt über Jacob's Cove. Die Toten steigen aus ihren Gräbern und haben Heißhunger nach frischem Fleisch. Die Arbeit wurde eingestellt. Wir kämpfen um unser Leben. Aber keine Sorge. Dr. Ned glaubt noch immer, dass man den Horror aufhalten kann. Ich habe mich für den Test eines Gegenmittels gemeldet. Die Skeks, mein Schatz. Die dreckigen Skeks sind unsere Rettung. Der Doktor sagt, sie sind gegen die Krankheit immun. Ich bin gerade auf dem Weg, um im Krankenhaus vor der Stadt behandelt zu werden. Ich weiß, dass es ein Erfolg wird und wir bald wieder vereint sind. Hey. Danke, seine Stimme wieder zu hören zu dürfen, ist ein schwacher Trost, aber es ist alles, was ich habe. Ned kontaktieren und wir haben aber noch Feuer Kürbiskopf. Nee, da kommen wir raus. Hier müssen wir lang. Ned's Bleeding Heart Memory. Better of Red than Undead. Bei Kürbislaternen und Spinat. Die schleppen ordentlich Geld mit sich rum. Das wird ja nicht. Hollow's End. Na, dann mal da rein. Echo-Tagebücher. Na klar, tun wir ja gerade. Creepy Treehouse. Wo? Oh. Bei. Gucken, ob das jetzt. War das so jetzt wechseln? Geschmissen hatte es Säure, hat es. Was Geld angeht, haben die alle mehr als genug dabei. Den habe ich zu spät gesehen. Der springt da aus Erde raus. Erwischt! Ich
Nichts. Mit den ganzen Gehirnen. Und dann heben. Ich kann ihn nachher mal fragen. Erwischt. Ich denn jetzt hin? Aktivieren. Zum Yellow. Das Supplies wäre schön, kann ich gerade nicht. Ja, das auf jeden Fall. Bouncing möchte ich nicht. Wo wollen wir aber gar nicht lang? Gerne normale Granaten. Pumpkin Patch. Mal richtig. Was bist du denn für einer? Vergaß, ich schieß dir dreimal.
Okay, Säure Feuer macht ihm gar nichts. Und schon Revolver. Leiche gefunden. Ja, Leiche haben wir gefunden. Können wir jetzt ja zu Dr. Nett. Dass das Treehouse gemeint ist. Sag mir bitte, ich laufe richtig. Ja, ich muss da oben. Ja, viel Spaß damit. Wir wechseln aber mal. Feuer scheint ja nicht so effektiv zu sein. Fast so, als hätte man einen Soldaten. Ausgekrabbelt. Hut ab, du hast es lebend hierher geschafft. Ich schicke dir den Lift, kann aber eine Weile dauern, bis ich das alte Ding per Hand zu dir runtergeschraubt habe. Vielleicht magst du die Schädelfresser abknallen, die da im Anmarsch sind. Wo sind da welche im Anmarsch? Sekunde noch. Ich mach so schnell die alten Hände können. Wieder einer weniger. Ernsthaft. Oh, jetzt tu mal nicht so, als hättest du noch nie während einer Zombie-Attacke auf einen handbetriebenen Aufzug gewartet. Erwischt. Ja, das tue ich die ganze Zeit. Oh, verdammt nochmal. Ich hab den verfluchten Lift fallen lassen. Ich konnte ihn nicht mehr halten. Ich hol dich auf. Halt aus. Erwischt. Nett, beeil dich mal. Wenn ich das Ding zu dir runterbringe, hast du gute Chancen, lebend da rauszukommen. Volltreffer!
verplempe bitte nicht meine Zeit und steig auf das verfluchte Ding! Meine Zeit. Du mich auch. Wahrscheinlich habe ich mich da in etwas verrannt. Ich bin Arzt. Ich helfe Menschen. Ich wollte doch nur, dass alle okay sind. Ich habe die Zombies erschaffen. Ich war nie so gut wie mein ungebildeter Bruder Seth. Wir sind total unterschiedliche Leute. Ah, ich brauche einen... Schön, dich wiederzusehen. Ich mache nicht gern Komplimente. Aber das war... Dr. Ned hat einen schrecklichen Fehler gemacht. Wenn du einem klapprigen alten Mann helfen willst, der eine Endzeitepidemie erschaffen hat, musst du ins alte Krankenhaus hinterm Friedhof bei Jacobs Cove gehen. Du musst eine Probe vom Gegenmittel finden, an dem ich gearbeitet habe. Es basiert auf Skag-DNA, weil es unter ihnen offenbar keine Untoten gibt. Schnapp dir die Probe und bring sie zu meinem Claptrap in der Stadt. Oh, fast hätte ich's vergessen. Der Schlüssel zum Tor des Krankenhausgeländes ist schon lange verschwunden, aber es gibt einen anderen Zugang, einen gruseligeren. Such nach dem alten Grabstein am Strand, der da nicht hinzugehören scheint. Ned testete ein Gegenmittel auf Skag-Basis gegen die Zombie-Plage. Die Skags sind immun gegen diese Krankheit. Also glaubt Ned, dass sein Gegenmittel Heilung bringen könnte. Bring eine Probe des Gegenmittels zum Claptrap in der Stadt, damit Ned seine Forschungen fortsetzen. Hey, bring mir ein paar Flaschen Whisky mit. Ich glaube, das ist Seth nur betrunken. Tu mir einen Gefallen. Kauf dir Erste-Hilfe-Zeug, dann muss ich dich nicht zusammenflicken. In Luft und Ziele darunter. Schilde und Medizin. Das ist mein Geschäft. Werden wir mal da runterspringen? Wir werden es gleich wissen. Okay. Das sind Hörner, die jetzt hier rumliegen. Mit noch mehr Zombies gerechnet. Nee, aber eine kleine Belohnung gibt es. Nachschub ist immer gut. Trotzdem durch die Plagen hier jedes Mal durchzug. Wäre Zeitverschwendung. Laufen wir lieber. Festzustellen, da gibt es nicht. Doch. Doch, da ging es durch. Weiß ich noch nicht, sind wir sicher, wenn wir jetzt hier aufhören? Ja. Wenn wir uns nicht bewegen, sind wir sicher. Deswegen, beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Und sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.